Was geht ab, Leute? Back in der neuen Folge Sin's Good Odyssey. Ja, wir waren hier stehen geblieben, Richtung. Persephone aus Marmor. Zerstöre Marmorjungfern und Pers. Das habe ich doch schon. Das, Digga, das wissen wir doch schon, mein Gott. Wir waren hier stehen geblieben, kurz vor dieser Marmorjungfrau hier. Die machen wir jetzt auch. Ich sollte möglichst ungesehen bleiben. Sind hier aktive Gegner? Ich glaube nicht. Ja, darum kümmern wir uns. Ah, doch, das sind Gegner, warte mal. Ich habe zum einen seit gestern harten Muskelkater von vorgestern. Und zwar in jedem, oder gefühlt jedem Muskel meines Körpers, Digga. Also, da zum einen und das andere, ich bin zu, also ich habe in den letzten 29 Stunden 2 Stunden gepennt, Digga. Das war gestern Nachmittag dann kurz. Und das war auch nur so Halbschlaf, so weißt du, das war nicht so wirklich erholsam. Dementsprechend, man sieht es mir vielleicht auch an, bin ich a little bit damaged. Ist hier noch Gegner? Nee, oder? Also ich sehe jetzt hier gerade keinen, aber ich habe keinen Bock, dass die mich jetzt überraschen. Doch, guck mal da. Siehst du, gut, dass ich nochmal geguckt habe. Bisschen auf Stealth aus. Ist ja auch wichtig. Hat ein Brot dabei, perfekt. Ein Brot ist wichtig, Leute. So, dann machen wir die beiden mal weg. Ich glaube, hier ist sonst keiner mehr. Ich hoffe. Zack. Einer tot. Der andere bleibt sogar. Das ist sehr, sehr gut. Das ist sehr gut. Oh, 37 Obsidian. Das ist sogar noch besser, Digga. Wenn der mich als Statue bleibt, oder das sind ja die Kolosse, haben wir eben erfahren. Dann können wir mich den one-shotten. Dann können wir den one-shotten, klar. Okay, das, damit habe ich nicht gerechnet. So, dann machen wir dich kaputt, dummer Marmorjungfer, ne? So. Was haben wir noch? Außer ein wunderschönes Gebiet hier natürlich. Wir müssten theoretisch, entweder gehen wir hier hin. Das ist die Mission. Ich kann die nicht anklicken. Arsch. Ja, ich würde glaube ich hier hingehen dann erstmal, oder? Wir gehen einmal hier so eine Runde. Machen wir das, Leute. Es nimmt sich, glaube ich, nicht viel. Aber hier waren wir noch gar nicht in der Mitte. Und dann können wir bis hier hinten gehen. Und dann. Passt das? Ja, dann mache ich das so. So, warte mal. Ja, ich bin im Sperrgebiet, klar. Verstehe ich. Kann sein, dass ich noch ein bisschen mit der Stimmung durcheinander komme. Jetzt, ich spiele in letzter Zeit auch wieder ein bisschen viel Elden Ring. Oder was ist ein bisschen viel so? Sagen wir mal jeden Tag oder jeden zweiten Tag. So 2, 3 Stunden. Ist jetzt zwar nicht so viel, aber. Naja, du gewöhnst dich halt irgendwann gewöhnst dich halt an die Steuerung und dann, wenn du dann Assassin's Creed spielst, wo die Steuerung grundsätzlich ähnlich ist, aber halt, naja, trotzdem anders, ist es halt ein bisschen ach ja, wir haben noch einen Fähigkeitspunkt, Moment. Natürlich. Da gehe ich dann natürlich hier drauf, ne? Zack. Aufwerten. Schön. So, dass man fährt. Ab geht's. Das heißt, es kann sein, dass ich hier mal ein bisschen mit der Steuerung durcheinander komme. Ich hoffe natürlich nicht, aber lässt sich manchmal nicht vermeiden, ne? So, wie kommen wir denn da hoch? Flügel des Hermes sind? Das wissen wir doch schon, Digga. Irgendwie hat er alles vergessen seit dem letzten Mal, habe ich das Gefühl. So. Alright, wir müssen, glaube ich, da hoch. Ah, das ist auch die Quest, guck mal. Ciao, Pferd. So, da schwimmen wir da rüber. Guck mal, was da geht. Dann Questmäßig und so. Wir müssen da hoch. Wir sollen die Flügel des Hermes hier eh benutzen. Also machen wir das doch einfach mal. Wird schon lüppen, der Lachs. So, einmal hoch. Teleporten. Ich werde wahrscheinlich auch heute wieder nur 2, 3 Folgen aufnehmen. Denn, ja, wie gesagt. Einmal heftige Muskelkater, zum anderen
Stark übermüdet. Ist keine gute Kombi. Aber gucken. Vielleicht kommt ja, also vielleicht trifft ja die Phase ein, dass ich wach werde. Das kennt ihr bestimmt. Wenn du lange wach bist und extrem übermüdet, kommt auch irgendwann eine Phase, wo du wieder dich richtig wach fühlst. Und grundsätzlich, ich fühle mich ja nicht müde, aber meine Augen haben keinen Bock mehr, sagen wir es mal so. So, das Ding ist erlöscht. Fehlzauber sollen wir ausschalten. Und husten jetzt alle. Hier ist ein Schatz. So. Scheiße. Verringert den Einfluss in jeder Region. Okay, interessant. Ja, gut, dass ihr keinen Sichtkontakt mehr habt. Ich muss mal gucken, was hier geht. Alter, hier ist ein Schatz. Die kommen jetzt alle an, oder was? Na, das wird ja lustig. So, zack. Einer tot. Zack. Weiß nicht, wie er das geschafft hat, da zu dodgen, aber er hat es geschafft. Oh, da fällt einer runter, nice. Sehr gut. Boah, ich hasse das, ne? Wenn die meine Fähigkeit, also mein Adrenalin wegmachen. Das ist so nervig. So, zack. Nix ist tot. Gibt dir auch ganz gut Loot. Ah ja, Normalos sind hier eh direkt tot. Zack. Kannst du bitte mal runterkommen? So, Moment. Irgendwie ging ja jetzt mehr Damage das letzte Mal, habe ich das Gefühl. Vielleicht kommt mir das aber auch nur so vor. Das weiß ich natürlich nicht. So, zack. Oh, Alter, du Sau. Zack, nächste. Alter, du Sau. Bin ich keine Herausforderung? Was meint der? Ich bin keine Herausforderung? Oh, das tut mir aber leid, du. Das ist ja schade, Mensch. Was machst du hier? Okay. Okay, let's go. Was müssen wir noch machen? Reserven verbrennen und Schätze plündern einen noch. Der wird da hinten drin sein. Hui! Stört den mal. Er ist auch schon wieder One-Shot gewesen. Okay, krass. Das läuft. Den plündere ich mal. So, wo sind hier die Vorräte versteckt, ihr Schweine? Stimmt hier irgendwo drin. Hier, guck mal, perfekt. Siehst du, sag ich doch. Einmal anzünden den Lachs. Haben bestimmt auch hier vorne drin. Guten Tag, die Damen und Herren. Ziehen wir mal die Waffe mit, ne? Schön. So, was haben wir hier noch? Noch eine Schatze hier oder eine Vorrat. Ich muss sagen, das DLC-Gebiet, es sieht schön aus. Aber das Hauptgame ist mir, glaube ich, sympathisch, das ist der Scheiß hier. Das ist halt so abgespaced wieder, weißt du? Und das ist, da kommt mal noch ein geiles Bild, man zum Beispiel, so, aber, ja, weiß nicht, irgendwie, das ist nicht so mein Ding, glaube ich, wenn das so abgespaced ist, so crazy, so unnötig, weißt du, so. It's a little bit too much, I think so. So, dann einmal da hoch. Oh, wo ist hier noch? Wo ist hier noch Zeug, was wir brauchen? Jetzt natürlich auch mit unserem Vogel Icarus suchen, aber ich will es mal selber suchen. Alright. Da war der Schatz. So, zweimal Vorräte, wo könnten die sein? Hier zumindest schon mal nicht. Das ist natürlich blöd. Dann, I guess, da drüben. Wenn ich gucken wir gleich mal einfach mit dem Icarus. Der würde ich schon finden. Hier ist der Eingang, hier wird nichts sein.
diesen Waffen. Nimm die auch bitte mit. Alexios. Okay, ich suche die mit dem Vogel. Da doch, da drin. Siehst du, da hätte ich jetzt zum Beispiel nicht nochmal geguckt. Unten. Und da drin, okay. Verstehe, siehst du? Musst du halt auch erstmal wissen. Hier am Hang. Wenn man da am besten die Vorräte lagert, wo sie am schnellsten kaputt gehen. So, der andere ist irgendwo hier. Habe ich wohl übersehen. Ach, hier hinten in der dunklen Ecke quasi. Na gut. Ist akzeptiert. Haben wir das auch gemacht? Der Next Step wäre theoretisch. Ja, das ist die Frage. Theoretisch da oder da hinten? Was sollen wir hier machen? Sprich mit dem Störenfrieden durch das Vermächtnis. Sollen wir das doch einfach mal? Dann, ja, gucken wir mal, dass wir da hinkommen. Adonis-Gärten haben wir damit abgeschlossen. Perfekt. So soll es auch sein. Und dann geht's weiter. Ich weiß, vielleicht werde ich es auch so machen, dass ich nur noch Assassin's Creed aufnehme und dann danach dann vielleicht sogar schon offline gehe, weil ich wie gesagt zu müde bin. Aber mal gucken. Dorf der glorreichen Toten, okay. Eingestürzter Turm. Um erstmal die Schnellreise. Nach oben bitte. Wird man nicht loben, bitte. Da oben, da ganz oben, okay. Aber ist das hier, also guck mal, eigentlich sollte das hier die Unterwelt sein. Also das hier müssten eigentlich, das ist quasi der Himmel, wenn man das so sagen darf, ja. Für die ganzen Toten. Stell ich mir theoretisch anders vor, muss ich ehrlich sagen, so. Okay. Let's go. Einmal da drin. Und dann gucken wir mal, was so hier in der Gegend zu finden ist. Das sieht auf jeden Fall ganz schön aus hier mit dem kleinen Übergang da und so. Da unten hast du diese beiden Säulen, I guess. Hier diesen schönen prachtvollen Baum. Hat schon was, ne? So, dann das ist weiter weg. Das hier ist in der Richtung. Wir gehen mal kurz zur Quest. Das kann man mal mitnehmen. Bisschen Drachmen sammeln. Ich weiß ja, eigentlich brauchen wir keine Drachmen mehr, glaube ich. Oder wenn dann nur so ein bisschen noch. So. Du weißt, dass ich das Elysion verlassen will. Wenn du mir hilfst zu entkommen, verspreche ich, dass du mich nie wieder siehst. Das Adonis! So glücklich mich das auch machen würde, Persephone will, dass du bleibst. Wann begreifst du endlich, dass du nur eins ihrer Haustiere bist? Pass auf, Sterblicher! Pass du auf, sonst lässt dich Persephone kastrieren. Oh, ich vergaß, das hat sie ja längst. Okay. Schön, dass er kastriert ist, offenbar. Tolle Info, wichtig zu wissen für uns, ne? Ist ja klar. Adonis ist also ein Sterblicher, ja? Er legt sie aber trotzdem mit den Göttern an. Verstehe. Hätte nicht gedacht, dass die Toten Schmerz spüren. Ich gehöre zu den paar leidigen Seelen hier, die eigentlich noch am Leben sind. Okay. Solltest du gehen, die Leben gehören nicht hierher, ja, true. Wie hältst du das aus? Die Toten wollen uns hier nicht. Ich halte es nicht aus. Ich tue alles, um aus dem Elysion zu entkommen. Aber Persephones Spione sind überall. Hades war ja ein guter Lehrmeister. Du bist also der Unruhestifter, von dem ich so viel gehört habe. Adonis, zu deinen Diensten. In Anbetracht des Heeres, das Persephone untersteht und ihrer Macht über das Elysion, neigen sich meine Unruhestiftertage allerdings dem Ende zu. Okay. Ich dir helfe. Und warum sollte jemand, der sein ganzes Leben noch vor sich hat, mir helfen wollen? Ja, weiß ich nicht. Wir müssen eigentlich wieder was erledigen, ne? Ich muss Hades Reich finden. Wenn ich durch Persephones Sturz aus dem Elysion entkomme, bin ich dabei. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Also Adonis ist bisher sehr sympathisch. Hast du das gehört, Geliebte? Er will wirklich in den Hades. Natürlich will ich dahin. Mit deiner Hilfe oder ohne dich heraus. Lass uns zusammenarbeiten. Gut, dann hör zu.
Südwestlich von hier befindet sich eine der Festungen von Persephone. Mhm. Die der drei Schwestern. Da war ich schon. Wenn es dir gelingt, die Aufseherin zu töten, hab ich. Des Hypnos zu zerstören, hab ich. Persephones Vorräte zu stehlen, hab ich. Ohne von ihren Kolossen entdeckt zu werden, vertraue ich dir vielleicht. Und wenn ich diese Festung schon erledigt habe? Beeindruckend. Klar. Kommst du mir jetzt? Du hast mich einen Schritt näher zu meiner Liebsten gebracht. Ein guter Anfang. Wer ist diese Liebste, von der du ständig sprichst? Das schönste Wesen, das jemals existiert hat. Ich? Ich bin es? So hübsch, dass man alle anderen vergisst, wenn man es ansieht. Vielleicht hast du von ihr gehört. Aphrodite. Oh. Oh, wir haben eine Option, die wir natürlich nutzen müssen. Sie inspiriert mich dazu. Ich wette, ich könnte dich zu ein oder zwei Versen inspirieren. Du klingst wie Persephone. Sie versucht alles, damit ich Aphrodite vergesse. Gut. Und was jetzt? Nicht hier. Komm in mein Lager in Japetos Ruinen. Natürlich. Bevor du gehst, eines noch. Im ganzen Elysion findest du Persephones Aufseherinnen und Fackeln des Hypnos. Ja. Wenn wir ihren Einfluss verringern wollen, müssen wir sie vernichten. Und wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Okay. Kriegen wir hin. Es ist Zeit, die berüchtigte Persephone kennenzulernen. Oh ja. 141.000 EP, wow! Das ist viel, Digga. Für eigentlich gar nichts, außer mit dem Reden. Das ist sehr viel, Digga. Ich muss ja in die Richtung hier runter, ne? Ja, dann, wird schön! Eat! Batz! Würde ich nie machen. In real würde ich das niemals machen, Leute. Niemals. Niemals würde ich da runter. Aber das habe ich, glaube ich, in der letzten Folge oder so schon erzählt, ne? Kann das sein? Ich weiß es nicht, aber ich glaube schon. Das wäre mir zu heavy, Digga. Weil wenn du da falsch aufkommst nur, dann bist du ja schon im Arsch. Na, alles gut. Komm mal her. Ich hab da doch was gesehen. Komm doch mal her. Kriegt keiner mit. Komm mal her. Na komm. Schön. In die Eichel oben durch den Kopf wieder raus und es lübt. Das sagt ja auch der Klaus. Ne? Wichtig und richtig. Komm mal her. Oh ja, ich gebe dir ein richtig schönes Zeichen. Tief in deine Kehle. Jetzt danke ich eine Halskette. Das ist natürlich toll. So, dann haben wir hier so einen Keck. Kann ich keinen Crit machen? Warum? Jetzt geht. Sehr gut. Jetzt interessant, wenn ich hier klaue, dann stört es die Kolosse nicht. Aber wenn ich hier irgendwas mache, was sie beschützen, wie zum Beispiel die Soldaten hier angreife, dann ist hier Polen offen, Digga. Der überlebt wieder. Oh, ich habe meine ganzen Dinger verloren. Scheiße. Müssen wir mal ein bisschen auffüllen, ne? Oder habe ich die investiert? Ne, die haben wir wahrscheinlich verloren, die gegen eine Scheiße hier wieder. Ein Problem. Schuhwerk der Iso-Wächterin, okay. Das war es dann auch mit der Jungfrau. Jungfrau meine ich natürlich. Ist ja dasselbe, ne? Das nimmt sie nichts wie Kopf und Fuß. Wir haben fast genug, um das Schiff zu maxen. Das wäre auch nochmal ein geiles Achievement, glaube ich, was wir kriegen würden. Ich würde mich hier durch die Mitte kurz durcharbeiten. Und da hinten sollen wir hin. Guck mal, das passt ja sogar perfekt eigentlich. Dann haben wir nämlich das Gebiet hier soweit. Wir haben... Ah, da oben waren wir noch nicht, okay. Aber dann haben wir das Gebiet hier zumindest schon mal gecleared. Obwohl ich das zwei... Das war das zweite Gebiet, was ich anfange, und das haben wir als erstes gecleared. Das ist toll. Das ist schön. Egal, wir gehen weiter. Wie kommen wir denn da hoch am besten? Holy moly, Donut Shop, Digga.
Also erstmal wieder ein Fähigkeitspunkt, klar. Den können wir in was auch immer investieren, auf was wir halt Lust und Freude haben. Ich würde jetzt einfach mal, da wir noch nicht wissen, was wir als nächstes freischalten können, würde ich ihn hier reinpumpen wieder, in Heldenschlag. Ist der auf 6,6 Damage gebufft. Wie kommen wir da hoch? Gibt es da irgendwo einen Weg? Da hinten, glaube ich. So, ich rufe mal Pferdelein. Also können wir da durchreiten oder ist es zu tief? Müsste gehen, oder? Jo, perfekt. So, wie kommen wir da hoch? Hier vorne? Nee. Komm schon. Mit welchem kommen wir da hoch? Ruhig. Mit welchem kommen wir da hoch, du Sau? Mit dem, ne? Ah, nein. Wo ich denn da jetzt hin? Doch mit dem hier. Okay, wie springe ich vom Pferd nochmal ab? So, okay. Ich muss doch ein bisschen klettern anscheinend. Um da hochzukommen. Ist natürlich nicht so easy, du musst natürlich auch gucken, ne? Das ist ja auch heiliger Boden hier, ne? Da kannst du natürlich nicht einfach so irgendwo hingehen. Geht ja natürlich nicht. Hä, ist das hier nicht der andere? Ist das hier nicht der falsche? Palast der Kolosse? Ah, doch, scheint der richtige zu sein. Mal gucken. Ei. Haben wir schon mal einen Gegner? Fackel ist aus. Oh, hier gibt es auch wieder drei Fackeln, okay. Ah, da ist eine. Zack. Ah, das läuft doch schon mal ganz gut. Weiß ich genau, was zählt denn hier mit rein? Das hier anscheinend nicht mehr. Also nur da drüben die Festung offenbar und halt die Fackeln hier. Gut. Sollte machbar sein. Würde ich sagen. Hier da unten ist nochmal, da ist auch ein extra Fragezeichen. Ja, dann verfolge ich erstmal das, was wir markiert haben. Hier oben gibt es frischen Fisch und rostige Streitkolben. Das ist eine tolle Kombination, oder? So, einmal hier rüber. Merk. Sehe ich auch schon die letzte Fackel. Da wollen wir natürlich nicht lang fackeln, ne? der war so bad. So, den mal weg. Gibt noch? Hä? Okay, ist tot, ist nur Buggy. Er gibt drei für. Digga, das Gebiet hier, das macht dich reich, ich schwöre es dir. Das Göttergebiet ist das Beste, um zu farmen. So viele Drachmen und so viel XP auch nochmal. Das ist geil, das ist nice. Hier ist crazy shit. Das hat bestimmt einen Grund. Sag mal, bist du dumm? So leckst du das manchmal, ne? Manchmal frage ich mich echt, was in deinem Kopf vorgeht. So, öffnen. Hier geht's jetzt hoch. Guck mal da anders nicht hin. Da haben wir doch auch anders. Beutel mit Drachmen ist legendär, oder was? Okay. Hallo Jungs. Das ist, glaube ich, hier, die sollten wir, glaube ich, nicht aktivieren, ne? Ich weiß, ich glaube, das ist nicht so gut, wenn wir die aktivieren. Habe ich so Morin, Leute. Ich weiß ja nicht. Das ist, glaube ich, nicht so angenehm, wenn die Jungs hier aufwachen und denken, oh shit.
Der will hier unsere Sachen klauen oder zerstören. Kommt nicht so gut an, glaube ich. Wie komme ich denn da hin? Hä? Da auch noch? So tief? Okay, müssen wir mal gucken. Vielleicht von hier unten rein. Da, wo die Wachen stehen, rein. Da geht's auf jeden Fall immer durch. Crazy, der Palast der Kolosse, der ist anders, Digga. Anders. Ein bisschen Loot. Die kann ich verschieben. Oh Gott. Warum so viele? Da ist was im Weg. Als ob das jetzt hier im Weg steht. So. Zack. Steht das zumindest schon mal nicht mehr im Weg? Okay. Ich geh mal weiter runter. Kein Plan, wo ich jetzt bin. Ich glaube, zu weit unten, oder? Jetzt bin ich hier irgendwo. Ja, hier will ich eigentlich nicht sein. Jetzt da hochklettern ist auch wieder Arsch. Scheißen. Oh, das ist jetzt blöd. Da hätte ich nicht runterspringen dürfen. Ich glaube, das ist hier ein Geheimgang. Na gut, dann klettern wir jetzt hoch. So. Ja, die Fackel hier ist obviously. Was sind hier viele Gegner, ey. Die alle inkognito ausschalten wird schwer, glaube ich. Hier wäre man auch hochgekommen, okay. Ich weiß, wo der Rest ist. Ich weiß noch nicht, wie ich da hinkomme. Das müssen wir jetzt rausfinden. Geh mal bitte da hoch. So. Zack. Mich hier rein, ohne gesehen zu werden. Sieht gut aus. Okay, das war easy. Jetzt bitte nicht auf die Falle gehen. Das wäre schlecht. Ah, hier wäre auch nochmal ein Eingang. Okay, krass. Ach, das wäre auch hier. Okay, gut, habe ich nicht gesehen vorhin. Alles klar, dann haben wir das hier auch abgeschlossen. Perfekt. Das war relativ entspannt. Dann gehen wir dahin. Das ist jetzt grün. Guck mal, das ist jetzt noch rot. Aber also orange, das ist grün. Das ein Gebiet haben wir quasi schon gemacht. Kriegen wir hin. Ich muss in die andere Richtung. Das ist scheiße. Wie komme ich da jetzt am besten hin? Nicht hier hoch einfach. Und hier runter, oder? Gibt's da eine Schnellreise? Nö. Dahin. Ja. Will ich auf jeden Fall gucken, dass wir hier irgendwo runterkommen. Woo! Alter, ey. Bloß nicht sehen lassen.
Oh ja, sieh es hier. Das ist jetzt das kleinste Problem, Dicker. Alter. Da kriegst du selbst. Ich spiel's ja gerade nur, das Game, und das ist ja nicht real, aber selbst da kriegst du manchmal schon. Wow, Alter. Bist du teilweise schon ein bisschen angespannt, muss ich sagen. Also Höhen. Ah, ist ungeil, muss ich sagen. Es ist nicht so mein Ding, so Höhen. Das ist schon hart ungeil. So, wir müssen hier hin und dann da hoch. Obwohl, warte mal, hier ist noch was. Direkt daneben. Hier ist eine Marmorjungfer. Die klären wir da erstmal. War wohl doch nicht. Reicht, sehr gut. Ich hatte Angst, dass es bei ihr nicht reichen würde. Ich sehe nur noch einen weiteren, den sollten wir sehen kriegen. So, schönen Nacken. Zack. Und raus. Freut uns alle. Eider Daut. So, das nehme ich mit, den Lachs. Gibt wieder ordentlich Drachmen. So, dann erst den hier. Habe ich den anderen jetzt aktiviert? Nee, ne? Der schläft 4000 Drachmen, Digga. Das ist schon viel, ne? Einfach nur für einen Gegner, den du tötest, ist das schon. Ich würde sagen, eine Menge. So. Mal kurz, bis der Heldschlag bereit ist. Jetzt. Und dann gehen wir rein. Und er ist tot, okay. Gut, hätten wir gar nicht warten müssen, egal. So. Den Schatz hatte ich schon mitgenommen. Das Ding noch nicht. Perfekt. Nö, das würde ja auch nicht gefallen, aber das ist ja auch das, was wir wollen. Ach stimmt, es gibt ja auch einen Fähigkeitspunkt, natürlich. Klar. Vergesse ich irgendwie immer wieder. So, und wie gesagt, da gehen wir wieder auf Heldenschlag. So, einmal runter, da Heldenschlag auf. 7,2, geil. Das ist jetzt schon die Hälfte. Haben wir schon 10 Fähigkeitspunkte reingesteckt in den Heldenschlag, aber der ist auch am besten, muss ich sagen. Der ist schon worthy. So, einmal nach oben. Umkämpftes Gebiet auf Aufseherin besiegt. Was heißt denn umkämpftes Gebiet, Digga? Sei mal ehrlich, Digga. Ah, nee, das hier ist umkämpftes Gebiet. Ja, aber das hier ist kein umkämpftes Gebiet, oder? Das ist ihr Gebiet. Das ist umkämpft. Wieso ist das umkämpft? Ich habe hier alles gemacht. Müsste eigentlich mein Gebiet sein. Das kann nicht umkämpft sein. Das ist meins. Das ist ihr Gebiet, aber nicht mehr lange. Das ist nicht mehr lange so. Was gibt's hier? Schön ein bisschen Drachmen. Brauchen wir denn ein Ostergon-Rätsel und einen Schatz? Den sollten wir hier in dem Haus easy finden eigentlich. Normalerweise. Auf dem Dach ist schon mal nichts. Hier sieht doch gut aus. Ne? Hier ist der Schatz. Jetzt müssen wir noch das Rätsel finden. Ah, das ist doch. Stand ich da eben vor und hab's nicht gesehen? Das ist natürlich noch geiler. Das ist ja mega stark von mir. So, das haben wir auch erledigt. Dann sind wir in dem Gebiet soweit auch so clean wie möglich. Zumindest bis zu dem Teil hier hinten. Den müssen wir noch machen. Wir gehen dann erstmal zu dem Kollegen. Ab geht's, Digga. Ab geht's, Digga. Let's go. When I go. Slow, low. Alter, guck dir mal diese Aussicht hier auf die Brücken an und so. Das ist doch was Geiles, oder? Hat man hier, Leute, das hat was. Da könnte man eigentlich nochmal ein Foto machen. Schön. Man muss schon sagen, das Gebiet haben die schon schön gemacht, aber ja, so ein bisschen was fehlt halt noch. Ne? Was ist das?
Ah, das ist direkt hier unten, oder was? Oder ist der hier unten? Ne, der ist da unten, okay. Hui. Oh, lol. Er stand da, klatschnass und schimpfend, während sein Boot ohne ihn in Trümmern den Eridanus herabtrieb. Ich würde alles geben, um zu sehen, wie dieser dumme Sterbliche das Elysion auf einer Feluke verlassen will. Hast du in letzter Zeit meine Mutter besucht und sie von mir gegrüßt? Immer. Demeter lässt dich auch von Herzen grüßen. Mhm. Nun, ich sollte zurück. Das Elysion regiert sich nicht von allein. Aber halte nach mir Ausschau. Ich spüre, dass sich im Paradies Ärger zusammenbraut. Spürst du das, ja? Ich spüre auch was. Ich dachte schon, du würdest nie kommen. Du darfst keine Zeit vergeuden, wenn du Persephones Kontrolle über das Tor zur Unterwelt brechen willst. Ich... Hast du geglaubt, es würde sich nicht herumsprechen, dass du gemeinsame Sache mit Elysions Schönling Adonis machst? Ist das so? Unglücklicherweise gelangt niemand durch das Tor zur Unterwelt ohne Persephones Genehmigung. Und die hat sie noch nie erteilt. Oh. Niemals. Das ist natürlich schlecht. Zu deinem Glück bin ich als Göttin der Kreuzungen und Schlüssel sozusagen eine Spezialistin für versperrte Tore. Willst du sagen, du kannst mich durch dieses Tor bringen? Ich sage, ich kann dir helfen, Persephone zu umgehen. Okay. Für mich sah es gerade danach aus, als stündest du Persephone recht nahe. Warum solltest du gegen sie arbeiten? Ich verlange kein blindes Vertrauen. Ich zeige dir, dass wir dieselben Ziele haben. Okay, zeig mal. Damit kannst du die Tür zu Persephones geheimen Heiligtum öffnen. Oh. Dort bewahrt sie ihre intimsten Besitztümer auf. Oh. Weit weg von ihrem Gatten. Oh. Unter ihren Schätzen sollen sich Aufzeichnungen befinden. Informationen zu dem Tor, die du dringend brauchst. Oh. Bring sie mir so schnell du kannst. Okay. Ich glaube, ich habe die Tür gesehen, von der du sprachst. Und nun wirst du sie öffnen können. Toll. Ich besorge die Aufzeichnungen. Je eher ich sie habe, desto eher kannst du hoffen, das Elysion zu verlassen. Verschwende keine Zeit. Okay. Ja, das wollte ich doch immer, ein Aufseher entdeckt. Okay. Also sie ist Aufseherin und dann muss ich sie eh töten, oder? Später. Wenn wir haben, was wir brauchen, dann betrayen wir die natürlich und dann ist sie tot. Aber aktuell kann es uns ja sehr nützlich sein, sagen wir es mal so, wie es ist. So, wir sollen zu ihrem Heiligtum zurückkehren, kein Problem, oder? Da war auch irgendwo die Tür, aber kann man nicht woanders raus? Müssen wir jetzt die ganzen Dungeon nochmal durchgehen? Da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Weil die Tür war eigentlich direkt bei einem Ausgang, das weiß ich noch. Ob das jetzt hier war, weiß ich nicht. Ich würde mal nein schätzen. Aber hier ist Erkundungsgebiet, also dann doch. Da rein. Oh ne, muss jetzt doch den ganzen Scheiß durchlaufen. Ah nee, das will doch keiner. Er hat denn gesagt, dass das geil ist, ich nicht. Das hat doch keiner abgesegnet, oder? Da ging's weiter, genau. Na, so ist es ärgerlich. Bin hier hoch. Ach ja, warte, wir müssen da hier runter, genau. Stimmt. Ja, zum Glück habe ich ja schon alles freigeräumt. War das... Das war nicht hier, da war nur ein Schatz hinter, ne? Glaube ich. Was war das jetzt, Mann? Das war aber das... War, glaube ich, hier einmal durch. Und da ist die Tür, okay. Vielleicht passt dir gerade der Schlüssel. Ja, der passt safe, Digga. Safe call, Alter. Safe call passt der, Digga. Safe. Wir sind drin. Ja, die Aufzeichnungen sind unvollständig. Hoffentlich will Hekate sie trotzdem. Ist natürlich blöd, wenn die unvollständig sind. Ist sonst gar nichts.
Okay, das ist natürlich blöd. Da liegt noch was. Oh, ein Questgegenstand, siehst du? Sehr gut. Guck ich mich nur mal kurz hier um, nicht, dass ich noch irgendwas übersehe. Aber sonst hätte ich, guck mal, hätte ich den einen, hätte ich das eine Ding jetzt nicht geholt, den Brief, hätten wir einen Questgegenstand nochmal holen müssen später. Und das will ja keiner hier. So, ich sehe jetzt hier aber auch nichts mehr. Ich hoffe, wir haben nichts übersehen und wir gehen weiter. Okay, kehre zu Hekate zurück, machen wir. Gucken, was die Olle Biatsch zu sagen hat und dann können wir hoffentlich weitermachen. Ich weiß ja noch gar nicht, was sie von uns will, ne? So. Hier freut sich keiner, mich zu sehen. Die Wachen sind respawned, shit. Es ist nicht respawned. Das wollte keiner von uns. Aber auch wieder 350 Drachmen, ne? Ist nicht wenig, du kriegst hier gut Geld in dem DLC. Das ist quasi so ein bisschen das Money-DLC. Ist ja auch ganz cool, dass man so ein DLC hat, um genug Geld zu machen, ne? Klar. Was man nicht hat, das will man haben. Und was man braucht, das holt man sich. So, komm mit. Wir haben es eilig, kleines Pferdlein, Alter. So. Boah, Alter, jetzt kriegt die Müdigkeit. Ich bin wieder da. Ich weiß nicht, wie mir Persephones Aufzeichnungen helfen sollen, das Tor zur Unterwelt zu öffnen. Die ist aber auch groß, ne? Aber hier sind sie. Persephones Aufzeichnungen helfen uns nicht weiter. Oh. Die Aufzeichnungen, die dem Schmied des Tores gehörten, dagegen schon. Ah, okay, okay. Wer ist der Schmied? Alter. Das steht hier nicht. Anscheinend wurden viele Seiten herausgerissen. Und nun sei still, während ich lese. Okay. Kachbe. Tja, das war äußerst erhellend. Und, was hat's uns gebracht? Und? Was steht drin? Wie ungeduldig. Der Standort des Tores wird nicht genannt. Ja. Aber solange Persephone das Elysion kontrolliert, brauchst du ohnehin ihre Erlaubnis, um es zu durchschreiten. Und die bekommst du nie. Doch wenn sie die Kontrolle über das Elysion verliert. Dann verliert sie die Kontrolle über das Tor. Du musst ihren Einfluss schwächen, wo immer du kannst. Und wie genau soll ich das anstellen? Dein Bündnis mit Adonis ist ein guter Anfang. Seine direkte Taktik ist ein wenig zu durchschaubar. Aber mit der Zeit wird er Persephones Streitkräfte zermürben. Was ist mit unserem Bund? Was ist deine Aufgabe? Ich kenne alle Schwächen Persephones und ich werde sie dir offenbaren, wenn die Zeit gekommen ist. Bis dahin solltest du deine Zeit mit Persephones Schoßhund Hermes weise nutzen. Lerne den Umgang mit dem Stab. Du wirst eine göttliche Waffe im Land der Götter gut gebrauchen können. Das klingt sinnvoll, ja. Alright. Alter, was los, ey? Ich sterb hier noch gerade. Uiuiui. So, dann gehen wir erstmal da hoch, würde ich sagen, und machen die olle Bitch weg. Kann ich die eigentlich auch töten? Ne. Die will uns helfen, aber warum? Weil sie die neue Herrscherin werden will, vielleicht? Was? Was denn jetzt? Achso, ja, Digga, ich wollte jetzt mein Pferd wie ein Elden Ring rufen. Perfekt. Das meinte ich vorhin. Das hier sieht aber übelst geil aus. Also das könnte auch Bild des Tages werden. Guck mal, wie geil das aussieht. Du hast hier so ein bisschen diesen Torbogen noch mitgenommen. Du hast diesen Sonneneinstrahl, der mega nice aussieht. Du hast die Sonnenreflexion im Wasser. Du hast da oben so einen Höhlenbogen mit ein bisschen Nebel davor. Und hier noch ein bisschen Berggipfel mit ein paar Spitzen, die in die Höhe ragen. Und ein bisschen ja, Natur. Da hinten hast du nochmal so einen geilen, fetten Bogen mit so einer Brücke, Digga. Das ist ein geiles Bild. Kann keiner was sagen. 1A-Bild. Komm her, du Kek.
So. Die 100 Meter reite ich. Er muss sein. Ja, mit der Müdigkeit ist gerade ein bisschen belastend. Vielleicht mache ich nach der Folge. Ne, ich will eigentlich mindestens 2 Folgen aufnehmen. Aber muss ich mal gucken, also das soll, also das Ding ist, ich möchte halt auch nicht, wenn ich so krass müde bin, eine Folge aufnehmen, weil, oder so viele Folgen aufnehmen. Ja, weil dann im Endeffekt, naja, du hast dann natürlich auch eine ganz andere Qualität und so, ne? Da fehlt einem dann zum einen auch die Motivation und ich sehe gerade aus wie ein Zombie, Digga, was soll ich sagen? Ja. Nice. Was haben wir noch in der Nähe? Ja, die Festung. Ich würde dann vielleicht erstmal hier hingehen. Da hoch. Bevor wir dann hier unten eindringen. Obwohl, das sieht nicht mehr so krass aus. Das sieht einfach aus wie so ein... So ein Bergkloster oder sowas, weißt du? So, keine Ahnung. Das sieht jetzt nicht krass verteidigungsmäßig aus. Aber kann natürlich trotzdem gut bewacht sein. Meinst du? Alexios Kekios. Also langsam nervt es. Dann komm doch her. Wenn es dich nervt, du Arsch. Zack, in die Kehle. Bei den Göttern. Ich mach den mal, glaube ich, auch so weg. Weiß nicht, ob es reicht, aber mal gucken. Keine Fähigkeiten, nein. Ja, das war jetzt richtig scheiße. Wieso habe ich schon wieder keine Fähigkeiten, Mann? Das nervt. Ich hätte doch eigentlich welche haben müssen. Kannst du dich bitte wehren? Ich glaube, die ziehen mir mit jedem Hit die Scheiße halt ab, ne? Bitte geh weg. So, wir brauchen auf jeden Fall Adrenalin, sonst haben wir ein Problem. Sonst haben wir ein dickes Problem. So, zack. Oh, Alter, ich muss überhielen. Oh Mann, das ist scheiße, ey. Einer weg. So, noch der zweite, komm. Einmal drauf da. Auf die Drecksau. So. Jetzt darf ich nur nicht vergessen, dass ich kein Adrenalin mehr habe. Weil sonst passiert das gleiche wie jetzt und wir sind wieder am Arsch. Das will keiner. Das ist nur ein kleiner Schatz, nehme ich mit. Restlichen Lachs hier auch und dann machen wir die Statue kaputt. So, schön. Ein Traum. Alright, dann ab zur nächsten Festung hier unten. Ui, ja, aber noch Fähigkeitspunkt, natürlich, klar. Verständlich. Würde ich wieder in Dings investieren, ne? In den Heldenschlag. Sind jetzt schon bei 7,6. Beim nächsten Mal über 8% mehr Damage. So, ich würde mir das mal kurz hier ein bisschen auskartografieren, ne? Alles kurz markieren, was geht. Scheint einiges zu sein. Ah, hier vorne auch, okay, krass. Da ist auch die Aufseherin, Ihiginia, die irgendwas. Ich konnte den ganzen Namen jetzt natürlich nicht lesen.
So, Alter, ist hier viel Zeug, holy shit. Einiges. Okay. Dann gehen wir rein. Hier vorne direkt vor dir sind, holen wir uns die erstmal. Party! Direkt hier unten drunter. Ui. So, der müsste One-Shot sein. Normalerweise. Das ich jetzt gesehen wurde, ist natürlich Arsch. Und es reicht nicht mal für One-Shot. Das ist jetzt noch beschissener gelaufen. Ja, mega. Ja, und so scheißt man ein bisschen rein. Ja, manchmal reicht's mit diesen blöden Kolossen, wenn du Dings machst, Attentat. Und manchmal reicht's halt nicht. Das ist halt irgendwie ein bisschen strange. So leg ich mal hin, Junge. Hast hier gar nichts zu melden. So. Zack. Ah, shit. Du Hund. So. Hab ich den mitgenommen? Da ist noch einer, den würde ich mir aber diesmal heimlich holen, wenn das geht. Ich bin erstaunt, dass das keiner mehr mitbekommen hat, außer die beiden jetzt. So, das war's. Da ist eine Fackel. Ich meine, da war eine Fackel. Vier Fackeln hier, okay, crazy. Hier ist auch direkt ein Schatz, den nehmen wir uns natürlich auch direkt mal mit. Ab in die Tasche. Das sieht clean aus, ich mach den weg. Versuch das mal jetzt ein bisschen hier auf Stealth zu machen, ne? Ich weiß, ich schaff das meistens eh nicht, aber na, mal gucken. Vielleicht lübt der. Ey, warte mal, habe ich die nicht ausgemacht? Die da hinten habe ich ausgemacht, die nicht. Oh, okay. I see. Gehen rein. Nehme ich mit. Oh, wir brauchen eigentlich gar nicht mehr so viel auf Ausrüstung gehen, weil wir haben eigentlich eh alles für unser Schiff, was wir brauchen. So, ich gehe mal ein bisschen schneller. Ist mir ein bisschen zu lame hier gerade. Zwei Gegner. Und ich wurde gesehen. Ja, geil. Ja, nee, das hat wieder super geklappt, wie ihr gesehen habt. Hat super funktioniert, auf Stealth zu gehen. So, wie heißt der? Labros? Doch. Labros ist auch einer der Anführer. Ein Scheiß tust du, Kollege. Oh, der nächste hat es gehört. Toll. Komm ran. Nein! Gib dir kein Leuchtfeuer. Kick. Was heißt denn, je mehr habe ich nicht drauf? Hör mal auf, mich hier zu mobben. Was soll denn das? Labros, ne? Was soll die Scheiße hier? Dann hörst du nicht drauf. Ja, fuck you, Alter. Komm ich irgendwie rein? Hier vorne? Ah ja, guck mal. Perfekt. Da geht's schön rein. Dann nehmen wir den Loot hier mit und dann zünden wir den den Lachs mal an, meine ich natürlich. So, haben wir das auch. Und ist der. Sieht ein bisschen aus wie die Maus, Alter. Oder. Alexander. Ne, wie hieß denn. Wie ist denn nochmal die Tochter, also die Schwester von Alexios? Alexandra? Kann das? Kommt das hin? Alexandra. Emoji Gil Blende. Perfekt. Darf keiner mitbekommen. Was wir hier sind. Das ist noch ein Staatsschatz, okay. Ja, der wird jetzt bestimmt 10.000 dann bringen oder so, wenn die anderen Sachen auch so viel Geld hier geben in dieser Welt hier. Oder eher gesagt, in der Unterwelt ist es ja hier quasi. Die Welt der Toten. Okay. Das ist noch eine Wache, die würde ich mir vornehmen.
Zack. Ein Schnell auch nochmal 2 Wochen. Ich würde erstmal gucken, dass wir die einzelnen Wochen ausgeschaltet kriegen, bevor ich da reingehe. Dass wir nicht so viel Trouble haben und die nicht so sehr riskieren, dass sie aufs Leuchtfeuer gehen, die Penner. Das wäre schlecht, wenn die das tun würden. Stell dir mal vor, du bist so eine Wache, Digga, und du stehst den ganzen Tag. Du stehst, sagen wir mal, 8 Stunden am Tag hier so. Und hast diesen Ausblick. Mehr musst du nicht machen. Ich weiß nicht, irgendwie, also. Klar, du könntest dabei bestimmt viel nachdenken und so, aber. Boah, ich glaube. Ich glaube, dir wäre auch hart langweilig, Digga. So, ja. Boah, das sieht irgendwie geil aus. Wow. Das sieht aus wie ein. Das sieht ein bisschen aus wie hier das Stonehenge. Mäßig. Nur halt in ganz. So. Kann ich den von hier? Ne, kann ich nicht. Okay. Oh, die trennen sich. Kann ich den Anführer allein angreifen? Ah, shit. Das ist jetzt natürlich blöd. Habe ich schlecht gespielt, muss ich zugeben. Hätte man besser machen können. Eigentlich sogar müssen. Chill doch mal. Ihr kleinen Arschlöcher, ne? Die nerven aber auch, diese scheiß Wachen. So, zack. Gib mal ein bisschen Adrenalin, Alter. Hat die sich gerade selber entzündet? Ne. Du blöde Sau, ne? Du nervst ja schon, muss ich sagen. So. Das haben wir auch. Jetzt fehlen nur noch eine Fackel und ein Schatz. Das ist beides da in dem Raum drin. Was liegt hier noch Schönes? 16 darf man, nehme ich mit, okay. Kann ich die Aufseherin, kann ich der Schönen einmal in den Nacken? Nice. Die Geofährte ist sie, okay. Oh, die Geofährte ist gleich tot, die dumme Sau. Viel erreicht hat sie natürlich nicht. Ich kann diese Axt besser gebrauchen. Naja, die Axt nehme ich gern mit, kein Problem. Also da tue ich mir keinen Zwang an, ne? Oh, ich habe ganz viel Snap. Okay. So, mach den weg, den Penner, den braucht ja keiner. Alter, was ging mit dem ab? Holy shit. So, jetzt noch 4000, Digga. Okay, und wie viel der Start hat, der muss jetzt richtig gönnen, Digga. Der gönnt jetzt hart, ich bin mir ziemlich sicher. Nur 5000, okay. Hm. Weniger als ich dachte. So haben wir das auch. Nächster Ort wäre dann theoretisch da oben. Und dann haben wir noch. Ach, guck mal, ist jetzt auch Aufseherin besiegt. Umkämpftes Gebiet ist das jetzt. Das ist schön. Da freue ich mich drüber. Das ist nice, das lübt. So, haben wir einen Ort abgeschlossen. Ihignias Anwesen. 111.000 XP, Digga. Und noch ein Fähigkeitspunkt. Gesundheit verbessert. Toll. Da freuen wir uns alle drüber. Den investieren wir natürlich wie immer in Heldenschlag. So. Haben wir noch oben. Dann beende ich auch gleich die Folge, Leute.
Und werde dann, denke ich, immer noch einmal eine Folge aufnehmen und dann vielleicht Stream ausmachen oder will man nochmal Elden Ring mal gucken. Das weiß ich noch nicht genau, Digi. So. Ja, dann sage ich mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Haut rein und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder weitergeht mit Assassin's Creed Odyssey. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne mal ein Like da. Oder natürlich auch gerne ein Abo oder ein Follow auf Twitch. Würde mich sehr freuen. Wir sehen uns für Leute auf YouTube morgen in der nächsten Folge. Und haut rein, Leute. Ciao.